Segen des Firmaments. Das ist jetzt. Gute Modewut macht man aber nicht am Bauch. Das hast du recht. So, hier, du musst es benutzen im Inventar und dann ist der Dieber futsch. Inventar. Über das Bla. So, und das da unten, oder? Segen des Firmaments. Das Ding benutzen. Nutzen. Kurz das Gleichgewicht. Jetzt ist der Debuff weg. Für immer. War das das? Du siehst mehlig aus. Bist du eine Bäckerin? Kannst du nicht mehr reden? Jetzt nicht mehr. Bis du wieder kuschelst. Wenn du nicht drauf achtest. Der kommt wieder, wenn du nicht drauf achtest. Ähnlich. Ich glaube, du lügst, Dev. Ich glaube, das ist die Unwahrheit, die du uns sagst. Okay. Wie kommen wir hier wieder raus? Beck. Haben wir mit allen geschwafelt? Soweit ich weiß. Stich den ab. Nee, mach's nicht. Mit dem haben wir noch nicht geredet, oder? Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Hä? Was muss ich, was sagen wir, siehst du denn die führende Hand? Was für eine führende Hand? Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß es auch nicht. Sehen wir die führende Hand? Games? Backseat Gaming FTV. Ja! Also sollen wir sagen, ich sehe alles. Ist eine Quest, ja. Das ist der goldene Strahl. Ach so, das. Ach, okay. Ja, doch, die sehen wir. You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Ach so, das sind jetzt. Hatten wir nicht. Doch, wir hatten auch einen Zauber benutzt damals, der richtig reingehauen hat. War das die Flammenschleuder vielleicht? Möglich, ja. Geht dann nochmal zu Rannibal Fu. Ja, können wir machen auf jeden Fall. Lässt kurzzeitig eine Flamme in eurer Hand aus eurer Hand schießen. Das ist blöd, das ist eher so ein Nahkampfding. Schleudert einen tosenden Feuerball. So einen Feuerball, Junge! Oh nein, Maxi hat gegähnt. Sollen wir das kaufen? Guck mal, was sind das da oben noch für Sachen? Heilung zweimal. Gegengift. Magiefestung. Flammenfeld. Und Zurückweisung. Sollen wir vielleicht eine Heilung auch noch mitnehmen? Wir haben doch dieses komische. Wir können, glaube ich, gar keine Feuerzauber machen. Ich weiß nicht. Warte mal, brauchen wir für die Feuerzauber auch was anderes als dieses Gebömmel? Für die Heilung, für die heiligen Dinger. Ach ne, das sind alles Anrufungen, oder? Guck mal, ob das alles Anrufungen sind. Ja, das sind alles Anrufungen, dann wird das schon gehen. Ja, ein Zauber. Was? Hä? Geh mal kurz her, bitte. Ja. Nicht einschlafen währenddessen. Muss ich kaufen bei der alten, weil wir haben nämlich so ein Ding. Wir haben so ein Teil hier.
Das ist es nicht. Fingersiegel ist es nicht. Das haben wir nämlich schon. Gut. Das war nämlich der Gedanke, ob wir das brauchen. Das haben wir. Dann würde ich nämlich sagen, holen wir so einen Feuerball, Junge. Dass wenn wir nämlich ganz große Probleme haben, dass wir Feuerbälle, damit wir Easy Mode spielen können. Schleudert ein tosender Feuerball, Junge. Okay. Der ist gar nicht so teuer. Der war recht günstig. Und sollen wir eine Heilung auch noch mitnehmen? Nee, brauchen wir nicht. We don't need the Heilung. Ich kann hier gar nicht auf zwei Einhänder wechseln. Ja, dann sind wir hier, glaube ich, fertig, oder? Ja, ich glaube schon. Da schaut, das ist gemeint gewesen mit den, was wir sehen. Diese Strahlen hier, siehst du die? So. Wo waren wir jetzt? Das ist Margaret. Ja. Maxi, du sollst doch nicht gehen. Ja, zuletzt. Makishis Gaming. Und Gening. Gening. Gening macht's auch. Wir müssen dann 8 Stunden, wir sollen zu Rani. Nicht schlafen. Warum bist du denn schon wieder müde? Er ist schon fast 20. Es ist einfach nicht mal 7:30. Es ist schon fast 20. Rani Kirche, genau, danke. Drück mal back. In die Kirche hier, da. Genau, Kirche von Ellie. Könntest du nicht alle 15 Sekunden, sondern noch alle 20 Sekunden gehen, damit wir noch ein bisschen mehr Zeit haben? Na, Essen dauert, hey, kann, Essen dauert auch so lange, ne? Ja, nö. Wenn ich halt anfange, dann fange ich an. Aber du musst halt die Leute, ne? Geh dann in die Küche und schlag das Huhn. Und mach den Rice. Du musst die ganze Zeit die Leute unterhalten. Es ist Nacht. Nee, 7 Uhr. Das ist doof. Wieso ist das doof? Das möchte ich nicht. Doch, das möchtest du. Alle wollen unterhalten werden von dir. Doch. Da ist Rani. Talk to her. Finde ich so geil. Die sieht übrigens, das hat was so Maxi-mäßiges, ne? Kurz mal hier. Achso, nee, die Maxi sieht aus wie ein Hobbit. Wie ein Zwerg. To call forth a special steed named Torrent. Games, das müssen wir sagen. Ach, ich glaube, er meint Rani. Wir können das Spezial rausrufen. Können wir? Ja. As I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Geisterrufende Glocke. Jetzt können wir. Ist euch mal aufgefallen, dass die 4 Hände hat? Die hat 4 Hände. Jetzt können wir die Pelfe holen. Summon them with it. From ash and return to the earth tree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past. Now it is thine. To do with as thou wishest. Jetzt kannst du mit der Glocke, kannst du dich an die Qualle noch erinnern, die war auch richtig geil. Ja, die Glocke, da. Da, glaube ich. Nee, dann ist die Glocke ganz unten. Ach, du brauchst die Glocke gar nicht ausrüsten, sondern du kannst sie einfach irgendwo... Du bist halt immer zu hektisch, mein Schatz. Geh auf Ausrüstung. Und jetzt geh da unten rein. Ich glaube, hier war das. Da sind die Wölfe. Einfach die Wölfe ausrüsten, ja. Und jetzt kannst du die Wölfe rufen. Auf die Schnelltaste legen, ja, das ist auch schlau, stimmt. Warum geht das jetzt nicht? Ach nee, stimmt. Doc, mach doch einfach Codewort und nur wenn du das sagst, dann können die Leute ein bisschen Backseat Gaming schlage Ananas vor. Dann weiß jeder jetzt, wollt ihr Hilfe. Dann gibt's doch keine unbeabsichtigten Spoiler. Ananas. Das ist eine gute Idee, Eugene.
Spoiler, also das war jetzt auch gar nicht so schlimm. Mit dem Spoiler. Es geht eher darum, so Story-Spoiler sind ein bisschen blöd. Oben rechts, was? Ja, sorry. Entschuldigung, drück B. Ja. Ach so. Da drückst du jetzt Y. Und jetzt musst du da... ich weiß nicht, ob das die sind. Ja, aber so kannst du das eben vermeiden. Auf jeden Fall, ja. Also, wir machen das jetzt einfach so. Wir fragen einfach immer, wenn wir irgendwelche Spoiler wollen. Ich check's nicht. Ach so. Wir haben irgendwas, irgendwann dumm. Können wir die vielleicht einfach nicht rufen gerade? Ausrüstung, muss man das ausrüsten? Nee. Diese Glocke müssen wir nicht ausrüsten. Ich hab das. Du kannst die nur rufen, wenn ihr links das Symbol dazu habt. Achso. Stimmt, also aber so jetzt sind sie. Was habe ich jetzt getan? Was habe ich getan? Keine Ahnung. Heilung. Ja, Heilung. Genau, stimmt. Und da kommt dann dieses Ding hier und dann kann man die rufen. Und dann kannst du einfach schauen. Also kannst du, wenn du Y hältst, kannst du entweder das The Rose holen. Oder in die andere Richtung kannst du dann die Pölfe holen. So. So, dann. Torbogen bei der Gnade weiter oben würde es gehen. Achso, ach, da ist übrigens. Ach, hier, der Dix Gnade, genau. Ah, den Wichser, kannst du dich an den Wichser erinnern? Der steht uns immer ruhen. Der Huren. Und dann hört man immer. Nein, nicht das Hauptunternehmen. Na gut. Kann man den gleich killen? Sollen wir den gleich killen? Wie ihr wollt. Weil der uns doch Runen wegnimmt, wenn wir sterben. Er besteht uns doch die ganze Zeit, oder? Bin ich blöd. Die Quest macht, gibt ja gute Rewards, okay. Okay, nicht killen. Danke, Max.
Warum haben wir eigentlich die Seelen noch nicht ausgegeben? Bist du sicher, dass du das machen willst? Sollten wir vielleicht die Runen erst ausgeben? Du kannst porten. So, was kaufen wir denn? Was machen wir denn? Auf den Aufstieg. Erleben ist immer gut, ne? Stärke eigentlich, glaube ich, auch. Was ist mit Kondition? Sollen wir mal vielleicht die Ausdauer ein bisschen erhöhen? Ja? So? Mhm. Okay. Wieder. Okay. Dann gehe ich jetzt ein Stück da hoch. Ich spiele im Moment. Ich liebe die Atmosphäre in diesem Spiel, ich liebe die Musik, ich liebe einfach alles an diesem Spiel. Da, oh, da waren diese Kackvögel. Ich glaube, die mochte ich nicht. Die mochte ich nicht. Okay, ging klar. Was geht denn hier? Hallo? Ist er hinten runter? Ich denke schon, oder? Auch so schön die Grafik einfach und wie es aussieht. Also ich meine, es sieht jetzt nicht wunderschön aus auf der Xbox leider. Aber ich finde, es geht auf jeden Fall klar, ne? Hab schon hässlichere Spiele gesehen. Ah, da ist eine Gnade. Was heißt Gnade auf Englisch? Weiß das jemand? Ohne dass ich jetzt Google übersetzen muss. Grace. Oh me, seeing Grace. So verlorene Grace. Great. Max ist wieder am Start und ich hoffe, dass er euch jetzt erzählt, was er tut. Aufs Maul bekommen. Er trötet. Das ist schon mal schlecht. Ramponiertes Leder. Oh, warte mal, Dude. Schild. Der schlägt ganz schön viel zu. Oh, bisschen Abgrund? Bestimmt irgendwo. Nee, da war kein Abgrund. Und da hinter mir liegen die Seelen. Der hat sich ganz schön gehungert, so, ne? Aber das ist kein Problem, weil da kommt der nicht hin. Die schmecken lecker, ne? Ja. Ist denn noch ein? Nee, aber denkst du uns essen? Was meinst du, warum ich hier stehe? Ich glaube, es ist mal als Laola. Donuts zu essen. Fette Menschen essen Donuts? Du kannst auch hier Hut schneiden. Nee. Ich hatte aber natürlich, was du heute angepflanzt hast. So, das ist. Achso, das sind gar keine Ruhm, das ist die Ort der Gnade. Ich bin dumm. Ach nee, doch, da sind Ruhm. Aber das war nicht. Ich meinte. Ja, egal. Okay, man sagt ja, wie mache ich das denn am besten? Kann ich nicht jetzt schon die Wölfe rufen? Wie soll er mich denn da gesehen haben, Junge? Ja, komm.